Also ich habe mich bei Kutte beworben, weil mir die vielen Kutte-Baustellen durch das markante Logo einfach aufgefallen sind und auch mein Interesse geweckt haben. Das Unternehmen ist auch ein sehr namhaftes Unternehmen und hat auch sehr gute Zukunftsaussichten. Während der Ausbildung macht man die Abteilungen Tiefbau, Arbeitssicherheit, Einkauf, Geräteverwaltung verbunden mit dem Lager und Personalabteilung und die Kreditor- und Buchhaltung durch. Das heißt, insgesamt macht man 6 Abteilungen durch. Der Sinn ist sozusagen, dass man am Ende der Ausbildung alle Abteilungen durchgemacht hat. In jeder Abteilung bleibt man ein halbes Jahr. Das heißt, man kommt gut in den Arbeitsalltag rein und hat am Schluss auch alle Facetten des Unternehmens kennengelernt. Also eigenständige Aufgaben von mir sind zum Beispiel das Anlegen eines Leistungsverzeichnisses. Da bekommen wir schlussendlich auch unseren Auftrag. Und wir haben zum Beispiel auch einen internen Postdienst, den wir Azubis selbstständig leiten. Meine spannendste Tätigkeit bis jetzt war die Abteilung Tiefbau. Da ist man ganz vorne dabei, bekommt vom Start, von der Ausschreibung bis hin zum Auftrag alles mit. Genau, und es ist auch richtig interessant, die ganzen Schritt-für-Schritt-Sachen alle mitzubekommen. Beim Ausbilder schätze ich auf jeden Fall, dass der richtig hinter uns Azubi steht, sich für uns einsetzt und für jedes Problem eine Lösung findet. Und der gibt immer sein Bestes und hat immer ein offenes Ohr für uns. Als Industriekauffrau oder Industriekaufmann sollte man auch Ordentlichkeit mitbringen, Freude am PC, Ehrgeiz, einen Wunsch, neue Sachen zu lernen und auf jeden Fall auch Engagement. Und man darf die Teamarbeit auch nicht vergessen, und auf die Teamarbeit wird bei uns im Kutter-Team sehr viel Wert gelegt.